die Connector in Konstanz. Wir beschäftigen uns mit Strategien und Konzepten und Marketinginhalten für kleine Unternehmen, Ein-Mann-, Ein-Frau-Unternehmen, Mittelstand bis hin zu Großkonzernen. Branchenübergreifend, unabhängig, sind recht breit aufgestellt, haben sehr viele Erfahrungswerte auch mit Vereinen, mit Stiftungen, sind dort auch tätig. Und Ziel wäre es heute von meinem Vortrag, dass ich Ihnen einen kurzen Einblick gebe, wie könnte denn ein Projekt, was Sie haben, adäquat so konzeptuell aufbereitet sein, vorbereitet sein und dann letztendlich auch visualisiert werden, dass es möglichst erfolgsversprechend am Markt ankommt. Also sprich mit den einzelnen Zielgruppen, Besucher, Multiplikatoren, Presse, sonstige Interessensgruppen. Wir haben das Ganze heute unter einem Motto gestellt, das sich nennt Rezepte für einen richtigen Kommunikationsmix. Und wenn man von Rezepten spricht, dann geht es eigentlich letztendlich darum, dass man etwas zusammen kochen möchte. Da möchte ich Sie jetzt dazu einladen, dass wir zusammen ein Marketinggericht kochen. Und zwar in folgender Art und Weise. Es gibt einmal Grundkenntnisse und es gibt einmal Spezialwissen. Ich versuche von überall so ein bisschen was abzudecken. Es sind bestimmt unterschiedliche Kenntnisstände hier. Das kann gehen von, wenn ich kein Wasser im Topf habe, dann ist es schwierig, ein Ei zu kochen. Und bis dann hin zu Spezialfragen wie beim Roast Beef am besten 5 Stunden bei Niedrigtemperatur oder bei 240 Grad für 1,5 Stunden. Ich versuche möglichst viel abzudecken. Wir werden dann später im Anschluss im zweiten Teil schauen, wie Ihre speziellen Bedürfnisse und Fragen dazu sind, dass wir dann zusammen darauf eingehen können. Das Wichtige ist erstmal, das Menü muss genau meinen Gästen schmecken. Das ist etwas ganz Grundlegendes im Sinne von, ist es eine Grillparty, ist es ein Sektempfang oder ist es ein mittelalterliches Rittergelage? Es hat dahingehend Auswirkungen, wie schaut das Ganze letztendlich denn aus? Also wie ist das Ganze dann am Schluss von einem Prozess, den ich jetzt aufzeigen werde, gestaltet? Wie kommt es rüber? Was hat man für Impressionen, für den ersten Eindruck? Man muss die Leute schnell einfangen können in der Flut, die es gibt, von Plakaten, Flyern, Internetseiten oder wo auch immer Ihr Projekt lanciert wird. Wichtig auch, das Essen soll auch kommende Generationen schmecken. Es ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir von Connector legen Wert darauf, wenn wir Marketingkonzepte erstellen, dass die nachhaltig sind. Nachhaltig im Sinne von, wo finde ich die passenden Rezepte? Und wie kann der Koch auch nachhaltig agieren, wenn wir in dieser Sprache bleiben, von einmal die Marketinggeschichte und einmal von, wir kochen zusammen jetzt etwas. Welche ökologischen, ökonomischen, auch sozialen Aspekte muss man bei dem Projekt oder sollte man bei dem Projekt beachten? Das können ganz kleine Projekte sein, mittlere und auch große. Spielt gar keine Rolle. Man kann überall in jedem Bereich, werde ich aufzeigen, auch mit kleinen Sachen so agieren, dass es nachhaltig ist von der Konzeption her und von der Ausführung her. Was will ich mit meinem Menü erreichen? Ich kann kurz zwischenschieben. Ich habe auch diesen ganzen Vortrag für Sie als PDF dann bereitgelegt, danach eine Liste durchgeben. Sie können gerne Sachen mitschreiben, habe ich vergessen, eingangs zu erwähnen. Sie bekommen aber auch alles von mir das Ganze zugeschickt, auch so eine kleine Geschichte wieder in Richtung von Nachhaltigkeit, wenn die ganzen Folien alle, es sind sehr viele Seiten rausgehen, machen wir es doch lieber digital noch, weil bei wenigen Seiten ist es gar kein Problem. Will ich meine Gäste satt machen, also es ist eher so die All-You-Can-Eat-Nummer, also möglichst hau rein, oder ist es eher so, dass ich sage, es soll etwas Exquisites sein, also ein 7-Gänge-Menü. Möchte ich meine Leute wirklich verwöhnen mit kleinen Häppchen und möchte auf das Projekt bezogen wirklich Gusto drauf machen auf was Kleines Spezielles. Also sprich, beim Projekt, was sind denn meine Ziele? Was soll konkret erreicht werden? Gibt es ein Ziel oder gibt es mehrere? Es kann sein, es sollen Besucher zum Event kommen, man möchte eine gewisse Budgetgröße erreichen, dass man die gewinnt, Investoren oder Mittel gewinnen. Wichtig ist immer, dass man diese ganzen konzeptuellen Sachen, ich habe es jetzt mal Kochbuch genannt in diesem Falle, schriftlich in einem Satz zusammenfasst. Das hilft Ihnen, erstens für das Projekt, das hilft allen Projektbeteiligten, das hilft auch für die Pressemitteilung nicht zuletzt, dass man auf den Punkt kommt und schaut, dass man so reduziert, es gibt nie den Fall, gesagt, Zielgruppe alle, das könnte ich immer sagen, aber es wird nicht funktionieren, weil dann haben Sie sehr, sehr viel Streuverlust, egal in dem, was Sie machen. Denn, wer sind denn meine Gäste jetzt wirklich? Kommt die Großfamilie zu Besuch oder ist es eher ein Business-Treffen unter Geschäftskollegen? Gibt es eine Zielgruppe? Gibt es mehrere? Wer soll denn konkret erreicht werden mit diesem Projekt? Wen will ich denn ansprechen?
Zielgruppe ganz wichtig, dass man die auch wirklich benennt und durch was zeichnet die sich aus. Gibt es irgendwelche sozialen Merkmale, altersmäßig, geschlechtermäßig, eine soziale Gruppe? Auch das unsere Vorgehensweise, unser Vorschlag, schriftlich festhalten. Dass man es einfach sieht, das kann ein Flipchart sein, das kann per E-Mail-Kontakt sein, das kann mit verschiedenen Methoden gemacht werden. Wichtig ist immer, diese ganze Vorarbeit so festzuhalten, dass es auch transparent ist. Nächster Punkt, von wo reisen meine Gäste jetzt an zu messen? Kommen sie zu Fuß, kommen sie mit dem Fahrrad, Auto, werden sie eingeflogen, im Hubschrauber? Also sprich, wie ist denn mein Einzugsgebiet von dem Projekt, das stattfinden soll? Hat Auswirkungen auf die Medien, die ich einsetzen kann. Ich kann Kraft und Energie in sehr viele Medien reinstecken, ich kann versuchen zu schauen, wo kriege ich das so gebunden, dass ich wirklich meine Zielgruppe genau da abhole, wo sie auch sind. Also sprich, ich visualisiere mir das Ganze auch wieder ins Kochbuch, damit eine Skizze machen. Das ist der Einzugsbereich, es ist ortsgebunden, regional, überregional, national, international. Je nachdem, wie das Ganze gebündelt ist, wie gesagt, unabhängig von der Größe des Projektes. Wichtig auch, wie lange soll denn gefuttert werden zusammen? Also wie lange dauert das ganze Projekt letztendlich? Über welchen Zeitraum? Ist es etwas Einmaliges oder geht es turnusmäßig? Sprich, kann man Mittel und Medien auch mehrfach nutzen? Gibt es vielleicht sogar schon Medien, die schon genutzt wurden? Das wäre auch wieder der Aspekt der Nachhaltigkeit hier drin. Ziele, kurz-, mittel-, langfristige Ziele. Oder gibt es sogar Einteilungen in verschiedene Phasen beim Projekt? Sprich, ins Kochbuch, unsere Empfehlung, Unterteilung in die Zeitspanne vor, während und nach des Projektes. Und welche Medien kann ich vor, während und danach einsetzen oder auch übergreifend? Zeitleiste. Kann unterschiedlich ausschauen, diese Zeitleiste. Einfach wichtig, das Ganze auch bildlich darstellen. Ich habe hier mal ein paar Beispiele gemacht. Ich habe Ihnen auf diese Folien auch mehr Informationen geschrieben, die ich jetzt im Rahmen von diesen 15 Minuten so durchgehen kann. Wie gesagt, den kompletten Vortrag bekommen Sie auch gerne per E-Mail zugesendet. Von dem werde ich ein paar Sachen einfach ganz kurz noch anreißen. Man kann ein Dreiphasenmodell machen mit einem inszenierten Anfang. Dann gibt es organisierte Höhepunkte oder definierter Abschluss. Kann ganz unterschiedlich sein. Wichtig ist, dass es einfach auf Ihr Projekt zutrifft. Kann an Jahren festgemacht werden, die ganze Sache. Wie viele Köche sind denn eigentlich mit am Werk letztendlich bei dem Projekt? Auch ganz entscheidend hier dabei. Wer hat welche Aufgaben? Auch das haben Sie sehr, sehr viel Erfahrung damit, schriftlich festhalten, zu schauen, welche Kompetenzen können wo genutzt werden. Nicht zuletzt auch in Bezug auf Medien, klassische Medien oder auf neue Medien, neue Zielgruppen. Jüngere Zielgruppen, die vielleicht mit Medien auch agieren, die man selber gar nicht so gut kennt oder einfach nicht vertraut ist, aber die vielleicht sehr, sehr interessant wären, um das Projekt voranzubringen. Und wer schaut denn sonst noch alles mit in den Kochtopf bei dem Projekt? Also gibt es auch noch andere verschiedene Interessensgruppen, die damit verbunden sind. Nicht direkt nur die projektbezogenen, sondern auch öffentliche Hand, Politik, Behörden, Medien. Wer hat sonst damit auch noch zu tun? Also sprich, darauf schauen, wie stehen diese anderen Interessensgruppen im Vergleich zu meiner Zielgruppe? Wen möchte ich denn ansprechen im Projekt? Wer hat noch damit zu tun? Ich kann ein Kreisdiagramm machen und schauen, wo gibt es da Schnittpunkte? Lokale Hilfsköche ist Ihnen sehr, sehr vertraut, weil Sie sind genau da tätig, die mit einbeziehen. Also sprich, Sie als Initiator, Initiatorin sind selber auch Multiplikator und Imageträger von dem Projekt selber. Alle Leute, die daran beteiligt sind. Betriebe, die auch mit einbezogen werden können, sprich Stadtwerke, Kulturamt, Lieferanten, nicht zuletzt auch nachhaltige Lieferanten, wie klimaneutrale Druckereien. Wie könnte man die mit einbinden? Was gibt es da für Möglichkeiten? Interessenspartner oder dann auch ganz klar die Medien. Wie kriegt man das hin, dass die Medien da sich dafür, ob digital oder print, mit für das Projekt engagieren und dass sie quasi zum positiven Multiplikator werden. Wie schaut sonst noch in der Küche aus? Was sind sonstige Rahmenbedingungen? Auch hier schauen, welche Mittel und Medien gibt es schon, welche bisherigen Erfahrungswerte. Auch hier in Bezug auf die Nachhaltigkeit, oftmals wechseln auch Gruppen turnusmäßig, semestermäßig von einem Jahr zum anderen und viele Erfahrungswerte gehen verloren. Im Sinne von der Nachhaltigkeit auch hier schauen, Archivierung. Und schauen, dass man Informationen selber archiviert oder archivierte Daten auch zur Verfügung gestellt bekommt, um nicht von vorne Sachen gestalten zu müssen, Texte schreiben zu müssen, hat man vorhin gehört,
oder auch sonstige Dinge, einfach Räder neu zu erfinden. Mein Projekt selber, was denke ich dabei bei der Menüfolge? Also welches Image soll kommuniziert werden über dieses Projekt? Hat das Projekt einen nachhaltigen Mehrwert? Kann ich das irgendwie auch eindeutig rüberbringen? Soll das Ganze eher frech, flott, jung und schnell daherkommen? Oder sagt man, aufgrund von meinen Zielgruppen, mein Ziel des Projektes, es muss bodenständig, es soll bodenständig und klassisch daherkommen. Wichtig ist, Sachen nicht zu vermischen oder den Anspruch an sich selber heben zu wollen. Es muss sowohl die jungen Leute im Kindergarten begeistern, als auch in die Seniorengruppe. Es ist ganz, ganz schwierig, alles damit hineinzubekommen. Lieber aufteilen, kleinere Schritte machen, aber die gezielt und ganz punktgenau. Kommt wesentlich besser an und hat auch eine wesentlich höhere Erfolgsquote. Auch das Ganze wieder, machen Sie es schriftlich. Kleiner Ausflug in die Welt der Kampagne, werde ich jetzt überspringen, gebe ich Ihnen aber dann nachher mit als PDF. Was kann eine Kampagne bewirken? Von der Absichtslosigkeit bis hin zur Aufrechterhaltung, ist so ein bisschen Kampagnentheorie. Jetzt der Punkt, wie soll das Menü denn eigentlich aussehen, dass Sie kochen in Ihrem Projekt? Der visuelle Auftritt. Also welche Medien, welche Druckträger, welche Formate, die bestimmen nicht auf zuletzt, was kostet Sie das Ganze, was entstehen sonst noch für Aufwände und wo kann ich da auch wirklich was einsparen? Welche Farben verwende ich dafür? Gibt es bestimmte Bildwelten? Gab es da schon Erfahrungswerte? An was denke ich, wenn ich ein bestimmtes Bild sehe, einen Eye-Catcher habe für etwas, wenn ich Aufmerksamkeit erregen will? Es gibt immer mehr Medien, überall wird man zubombardiert mit Werbung ohne Ende. Die fällt man vielleicht auch durch Zurückhaltung, durch einen positiven Gegenakzent auf in der großen Masse. Hat das Projekt ein eigenes Logo oder ist das Projekt vielleicht mit verbunden mit anderen Logos? Also sprich, ist es von einer Stadt, ist es von Sponsoren unterstützt oder gefördert? Auch hier ganz klare Differenzierung, damit die Zielgruppe weiß, wer ist denn der Absender von dem Projekt. Wichtig, die eindeutige Sichtbarkeit. Wenn wir eben dieses Beispiel haben, wer ist der Absender, also wer ist die Projektgruppe, unter welchem Kampagnendach steht das Ganze, ist es jetzt eben Kluftern als Stadt und was ist die Botschaft? Also wird vom Kluftern das direkt ausgerichtet oder ist das ein Verein, der über den Transportmittel Kluftern das Ganze lanciert? Und daraus ergibt sich dann, was für Aktionen und Informationen ergeben sich für den Bürger. Mediamix. Gibt es verschiedene Möglichkeiten in diesem klassischen Sinne. Es gibt Partnerschaften, also sprich Sponsoren, Netzwerk. Ich fange einfach mal oben an. Internetplattformen. War ein Punkt, wo ich vorhin kurz angesprochen habe. Schauen Sie, dass Sie, wenn es zielführend ist für Ihr Projekt, wenn Sie meinen, da könnten Sie neue Leute gewinnen, Leute zur Hand haben, die sich auskennen mit Blogs, mit Twitter, mit YouTube, mit Facebook, mit solchen Geschichten, die ziemlich junge Medien sind, wo sie aber, die sehr, sehr schnell wachsen und wo auch immer mehr auch ältere Leute Zugang haben, was vor 5 oder vor 10 Jahren noch gar nicht so der Fall war, wenn wir wirklich viele Leute abholen können. Ich zeige nachher noch die Vorzüge davon. Veranstaltungen, Aktionen, ein wichtiger Punkt, digitale Medien, Giveaways, also sprich kleine Geschenke oder irgendwas, das Aufmerksamkeit erregt, jenseits von Papierflut und Flyern, die man sowieso bekommt. Pressearbeit, haben wir vorhin schon ein paar Sachen dazu gehört. Virale Medien, sprich viral bedeutet sich selber verbreitende, über SMS oder MMS, einfach kleine Nachrichten, die weiter verschickt werden können, die auch keinen Druckaufwand haben zum Beispiel. Bis dahin die klassischen geprinten Medien, wie könnten die ausschauen? Dann ein paar Sachen einfach zu den einzelnen Medien mal kurz sagen. Zum Beispiel, wie kann es bei Partnerschaften sein, dass sie einen nachhaltigen Mediamix erreichen können? Ich greife einfach ein paar Punkte heraus. Suchen Sie sich Partner, die ökologisch, sozial-ökonomisch nachhaltig handeln. Das kann von der Druckerei her sein, das kann da sein, wo die Internetseite läuft, bis hin zu die Transportwege, wen Sie da bemühen. Ist es der Fahrradkurier, ist es das Elektromobil, wird es zu Fuß gemacht oder ist es ein Auto, was einen nicht mal mit Cut rumfährt. Verwenden Sie mehrfach verwendbare Medien. Wenn Sie zum Beispiel etwas schicken an eine Pressestelle und Sie brennen eine CD oder DVD, haben wir schon wieder einen Rohling quasi verbrannt, der unten im Papiermüll landet. In den meisten Fällen wird es einfach locker reichen, wenn ich das Ding als E-Mail-Anhang, so wie wir gehört haben, mit dazufüge, wird genauso verwendet, ist wesentlich weniger Aufwand, wird das einlegen zu müssen, ein USB-Stick. Oder wenn die Möglichkeiten bestehen, hochzuladen per FTP-Server, das vielleicht wieder zusätzlich für andere Anwender. Und so entsteht auch, sagen wir mal, kein Datenmüll letztendlich. Printmedien. Auflagenhöhe,
genau kalkulieren, schauen, gibt es Erfahrungswerte und dann danach bemessen, ist oft verführerisch zu sagen, ach, diese 500 Stück, die kosten jetzt nur 10 Euro mehr, nehmen wir die auch mit, ist zum einen Punkt richtig, auf der anderen Seite landet natürlich sehr, sehr viel einfach im Müll. Je genauer ich das Ganze einfach für mich herauskriege, wie viele Flyer, wie viele Printprodukte brauche ich denn wirklich, desto punktgenauer kann ich das Ganze dann auch einfach nachhaltig produzieren. Nicht zuletzt auch von den Möglichkeiten her, ob ich jetzt Digitaldruck, Offsetdruck habe, das sind jetzt technische Druckverfahren, das Ganze auf Recyclingpapier. Recyclingpapiere sind lange, lange nicht mehr so, dass es irgendeine graue Masse ist, sondern wirklich hochweiße Papiere auch gibt. Auf dem Markt fragen Sie die Leute, bei denen Sie produzieren, nach diesen Produkten. Fragen Sie nach Zertifizierungen, da gibt es einen blauen Engel, FSC, es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, wo Sie aber mit dem gleichen Ergebnis, das gleiche wunderschöne Druckbild, es ist genauso bunt oder genauso schwarz oder genauso weiß, wie auch immer, einfach etwas Nachhaltiges noch mitgeleistet haben. Weitere Punkte sind noch Haltbarkeit von Medien. Kann ich es wiederverwenden, indem ich zum Beispiel einen Aufkleber, einen Stempel mache beim nächsten Event? Oder drucke ich das Datum mit ein? Habe ich ein Verfallsdatum? Wenn das Datum rum ist, ist höchstwahrscheinlich auch mein Flyer rum, dass ich den einsetzen kann. Virale Medien, das meinte ich eben vorhin mit SMS verschicken und so weiter. Leicht, kostengünstig, ich schicke es einem und sage, bitte schicke es doch an drei Leute weiter. Es ist einfach wenig an Aufwand, das Ganze zu machen und ich habe auch einfach schon wieder sehr, sehr viel Geld gespart. E-Mails ausdrucken, nächster Punkt, ist es wirklich notwendig? Muss ich das so machen? Oder wir lassen es im digitalen Raum das Ganze und schauen, dass ich meine Kampagne so weiter streue. PR-Maßnahmen, hat man vorhin schon viel gehört. Wenn es die Möglichkeiten gibt, sich an Partner zu wenden, die auch da nachhaltig agieren, in der Redaktion ist es noch nicht so sehr verbreitet, weil einfach technische Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen, die sehr hohen Investitionsaufwand kosten. Aber es gibt viele kleine Blätter, lokale Blätter, die sich damit bemühen. Diese Bevorzugung zu sagen, die nimmt man aktiv als Partner. Giveaways, also sprich, wenn Sie sagen, wir wollen irgendetwas den Leuten mitgeben, also ob es von einem kleinen, einer Blume über irgendein gefaltetes Papierobjekt zu irgendeinem Lebensmittel hin ist, schauen Sie, dass es nur in dem Zusammenhang so produziert wird, dass es auch wirklich Sinn macht. Und dass nicht wieder sehr, sehr viel davon irgendwo landet, wo man es dann gar nicht braucht. Suchen Sie sich lokale Lieferanten, wird für Sie eine Selbstverständlichkeit sein, nehme ich jetzt mal an, mit denen Sie zusammenarbeiten können, soziale Einrichtungen. Wir arbeiten auch sehr, sehr viel mit Behindertenwerkstätten zusammen, wo wir viel bessere, günstigere und tollere Ergebnisse bekommen, was China jemals bieten könnte. Und auch originellere, einfach auch von Ideen, die wir von denen bekommen, die wir zusammenarbeiten. Transportwege, da schauen, wo setze ich einen Fahrradkurier ein. Wenn ich das per Post versende, Go Green ist zum Beispiel so eine Möglichkeit, wo quasi das, was ich versende, wieder durch CO2-Kompensation klimaneutral gehalten wird. Und Sie müssen entscheiden, wo macht es Sinn, wo ist das Budget auch drin, was gibt es für Möglichkeiten und wo kann ich einfach kleine Beiträge dazu leisten mit meinem Projekt. Digitale Medien, also sprich, wenn ich jetzt eine Internetseite habe, einen Internetauftritt für das Projekt oder für Ihre Agenda-Gruppe, schauen Sie, kann das Ganze auch bei einem Provider sein, wo die Seite dann quasi auf dem Server liegt, der das Ganze klimaneutral mit Ökostrom betreibt. Es gibt immer mehr, auch die Großen, die 1&1 und weiter, müssen sich umschauen, dass sie schon langsam auf den Zug aufspringen, weil immer mehr Leute dahingehend wechseln und sagen, meine Seite soll so gehostet werden mit Sonnenstrom, der nachhaltig produziert wurde. Nicht zuletzt dann auch, wenn es darum geht, bei digitalen Medien, Monitore, Rechner, Handys. Von Strahlungsarmut bis hin dann zu, wie viel brauchen wir? Es gibt riesige Unterschiede und das, was Sie vielleicht in einem Discounter oft präsentiert bekommen, auf die Sicht von 2, 3 oder 5 Jahren dann teurer kommt, den Stromverbrauch, wie ein Gerät, das, ich habe einfach mal ein paar Siegel dazu getan, so ein Siegel drauf hat, wo man einfach weiß, es funktioniert im Standby-Modus oder wenn ich es ganz ausschalte, komplett anders von dem Verbrauch her. Bei Veranstaltungen und Aktionen, auch darauf schauen, was kann ich denn mehrfach verwenden? Was kann ich denn immer wieder hernehmen? Was kann ich mir mit anderen Gruppen oder mit anderen Aktionen zusammen teilen? Aus was besteht denn mein kleiner Messestand oder wenn ich einfach eine Theke habe oder was auch immer? Entstehen Abfälle dabei. Wenn ich ein Event habe, habe ich noch Einweggeschirr oder wähle ich eine andere Möglichkeit, die Leute vor Ort zu verköstigen? Wird Mülltrennung geachtet? Wo kaufe ich meine Produkte ein? Ist hier eine große Selbstverständlichkeit oder auch ein Riesenvorteil von lokalen Agenda-Gruppen, dass die viel
bewusst automatisch schon agieren in ihrem Tun, indem sie regionale Lieferanten ernehmen. Mittelstand und Großkonzerne lange nicht so, und die können sehr, sehr viel lernen von kleinen Gruppierungen, haben wir festgestellt. Schauen, dass die Komponenten regional oder national einfach hergestellt wurden. Internetplattformen, wie zum Beispiel Blogs, Twitter, YouTube, schauen, dass man das auch nutzt, dass das Ganze kostengünstig sich weiter verbreitet. Das ist ein Medium, das immer noch für sehr viele neu ist. Da schauen, dass man Leute in der Hand hat, die dann sagen können, was bringt es denn für mein kleines vermeintliches Projekt oder regionales Projekt, und das ist ja auf der ganzen Welt zu sehen. Nichtsdestotrotz kann man das auch ganz, ganz gezielt so einsetzen, dass Sie direkt daraus Vorteile haben können, kostengünstiger, gezielter, wie Sie mit noch so vielen Flyern nur sehr, sehr schwer erreichen können. Diese ganzen Sachen zusammen ergeben dann eben einen nachhaltigen Marketingmix. Deswegen habe ich auch sehr viel Wert darauf gelegt, zuerst diese Konzeptionsphase, die Überlegungsphase voranzustellen und dann zu entscheiden, was brauche ich denn wirklich? Das ist immer eine riesen Auswahlmöglichkeit. Es ist immer sehr verführerisch zu sagen, mal hier, mal dort, und dann bekomme ich da was umsonst oder dort nehme ich das mit. Wichtig ist immer zu schauen, bringt es wirklich meinem Projekt was? Bringt es wirklich nachhaltig meinem Projekt was? Vorteile und die Motivation von so einem nachhaltigen Kommunikationsmix: Sie können Kosten sparen, definitiv. Sie können Wettbewerbsvorteile haben, wenn Sie in irgendeiner Art Konkurrenzsituation stehen. Da stehen Sie oftmals, an demselben Tag gibt es noch 5 andere Termine, wo die Leute hingehen könnten, wenn es jetzt ein Event ist. Sie können ein positives Image damit transferieren. Nicht zuletzt natürlich die sozialen, moralischen, ethischen Aspekte, die da dahinter stehen. Also das, was ich da unterstütze, was ich mache, ist definitiv etwas Positives. Ökonomische Vorteile und Ressourcenschonung letztendlich. Einfach sorgsam mit den Sachen umgehen. Also unsere Herangehensweise ist, egal was man kocht, schau immer, dass du so nachhaltig wie möglich kochst, weil letztendlich wird sich das dann auch auszahlen. Es sind so ein paar Projekte, die ich mal zusammengestellt habe, wo man auch sieht, Stiftungen, Vereine, Verbände, produzierendes Gewerbe, Dienstleistungen, wo wir Partner und Projekte zusammen gemacht haben, wo wir initiieren, wo es darum geht, regionale Sachen herauszustellen, und es sind immer wieder dieselben Aufgabenstellungen letztendlich. Wo kann ich irgendetwas noch effizienter machen? Und dieser Punkt mit nachhaltigem Marketing ist ein super gutes Mittel, um das Ganze wirklich sehr, sehr effizient zu machen. Letztendlich geht es eigentlich nur darum, dass ich einen guten Marketing-Appetit wünschen kann, dass wir einfach schauen, wo sieht es konkret aus.